was habe ich mich heute Morgen für meine E-Mail geschämt. Einerseits komme ich mir wirklich schon so dermaßen lästig vor. Andererseits bin ich einfach nur noch am Ende und sehe schon, wie sich das Drama von Mitte 2020 wiederholt. Ich weiß natürlich wieder nicht seinen Namen, Herr Doktor... Fragezeichen. Ich mich freitags an, um mich über das Ergebnis meines MRTs aufzuklären und dass er sich noch mit Frau Doktor... über meinen Fall unterhalten wolle. Dann würde montags ein Anruf stattfinden. Tja, wenn ich nun sage, bereits freitags total erstaunt gewesen zu sein und jetzt eigentlich gar nichts anderes mehr erwartet habe, wie eben 2020, als ich von einer Woche zur nächsten, zur übernächsten vertröstet wurde, was mein damals neues Medikament betraf, zusehen durfte, wie der nächste Schub jeden Tag ein Stück von mir auffrisst und ich mich auch schon nicht mehr traute anzurufen. Wahrscheinlich hätte ich es auch kürzer halten können, beziehungsweise sogar müssen. Insofern tut es mir leid. Aber ich bin es leid, ständig als schwieriger Spezialfall, Worst Case, unbehandelbar oder austherapiert abgestempelt zu werden, während ich hier zusehen darf, wie ich von Tag zu Tag mehr und mehr verrotte, eben nicht wissend, wie es weitergeht und ob es überhaupt irgendwie weitergeht. Und hatte dann noch mehr Angst, dass vormittags das Telefon klingelt und sich jemand meldet. Und heute? Habe ich den Vormittag wieder verpennt? Ich war noch schwächer als sonst. Viel schwächer als nach 3 Tagen durchschlafen. Ja, beim Losfahren. Alles ging schief und ich musste insgesamt 2-mal zurückfahren und ihn rausläuten wegen lauter kleiner Angelegenheiten, die mir nicht passten. Und meine scheiß Behinderung. Ich bin vorhin Tränen ausgebrochen. Angelegenheiten. Hat man es noch gesehen? Die mir nicht passten. Hielt denn an, meine scheiß Behinderung. Einen Waldmistkäfer bei seiner Arbeit zu filmen. Und 2-mal hintereinander. Erstmal ein Pärchen auf Rädern und dann ein junger Kerl in einem Auto. Hielten an und fragten mich allesamt, ob alles in Ordnung sei oder ob ich Hilfe bräuchte. Ich bin vorhin Tränen ausgebrochen. Hat man es noch gesehen? Hielt dann an, um einen Waldmistkäfer bei seiner Arbeit zu filmen. Und 2-mal hintereinander. Erstmal ein Pärchen auf Rädern und dann ein junger Kerl in einem Auto. Hielten an und fragten mich allesamt, ob alles in Ordnung sei oder ob ich Hilfe bräuchte. Alles okay, was? Ja, super, danke der Nachfrage. Mann. Mein Leben geht zu Ende. Will das noch jemand abschreiben? Jegliche Änderung, die mir diverse Angriffe erleichtern sollte, sind völlig sinnlos. Für was? Für einen Monat, 2 Monate oder gleich nur eine Woche? Und ja, ich war gestern wieder einmal kurz davor, meine Überdose und einzuwerfen. Ja, oder zumindest ein Teil davon. Kurz davor, meine Dose einzuwerfen. Aber wenn ich nicht so geizig wäre, hätte ich mir gedacht, naja, dann im entscheidenden Moment ist die Dose aber halb leer. Und damit das alles nicht so egozentrisch wirkt, fing ich dann noch doller an zu weinen, weil ich wirklich wieder alles um mich herum sterben sah. Meine Eltern, Sebastian, die Nachbarn, die Unbekannte, sie sah alles um die sterben. Und wahrscheinlich mich ganz allein zurückbleiben. Und ja, ich war gestern wieder einmal kurz davor, meine Überdose einzuwerfen oder zumindest einen Teil davon. Aber wenn ich nicht so geizig wäre, hätte ich mir gedacht, naja, dann im entscheidenden Moment ist die Dose aber halb leer. Und,
Und damit das alles nicht so egozentrisch wirkt,